Hallo und herzlich willkommen bei Dianas Kreativoase. Ihr Lieben, heute machen wir wieder ein kleines Album. Und zwar sieht das so aus hier. Das war mein erstes Album, da habe ich noch einen Fehler reingebaut. Beim nächsten wird das anders. Und zwar kannst du das hier aufklappen, dann hast du eine Seite von dem Kartensortiment Filigrane. Fantastisch Filigran, das neue Kartensortiment, das es im neuen Katalog gibt. Hier wieder eine Blankoseite für ein Bild. Dann hier wieder ein Designerpapier. Hier falsch herumgeklebt, typisch. Das hier auf dieser Seite wieder Blanko und das ist die letzte Seite. Und so sieht es von hinten aus. Und hier habe ich noch ein Band eingefädelt. Und wie das Album gemacht wird, das möchte ich dir gerne zeigen. Du brauchst einiges an Papier. Und zwar brauchst du für das Cover Graupappe in den Maßen von 17,7 x 10,7. Das brauchst du einmal, das ist dann deine Rückseite. Dann brauchst du ein Stück Graupappe in den Maßen von 15,5 x 10,7 cm und ein kleines Stück mit den Maßen 2 x 10,7 cm. Das sind beide die gleiche Größe, beziehungsweise das ist ungefähr 2 mm, wenn du das so zusammenhältst, ist es ungefähr 2 mm kleiner als das hier. Aber das hat auch einen Grund, wenn ich das jetzt genauso aufeinander lege und das hier an der hinteren Seite, dann hast du in der Mitte so eine kleine Spalt und das soll dann, die ist dann dafür zuständig, dass man das Cover praktisch öffnen kann. Okay, dann am besten sage ich euch nach und nach, was für Papier wir brauchen von den Maßen. Hier habe ich Farbkarton in Aquamarin genommen und habe mit dem Stempelset liebevolle Details gearbeitet. Und zwar habe ich hier diese größere und die kleinere Blüte genommen und hier diese Schnörkel. Das habe ich dann einmal in Aquamarin, einmal in Babyblau, einmal in Aquamarin, in Babyblau und in Minzmakrone. Und so sieht das Ganze dann aus. Ganz tolle Farbkombination. Und jetzt drehst du das Ganze auf die Blankoseite und machst auf die Graupappe etwas Tombow drauf. Das andere Stück machst du genauso. Hier kannst du das Stück als Hilfe anwenden. Das kleinere Stück kommt dann auf diese Seite und das sollte dann auch mit diesem bündig sein, damit du in der Mitte ungefähr so 2 mm Platz hast, damit man das Album noch schön öffnen kann. Das legen wir mal weg zum Trocknen. Dann nimmst du dir dein Falzbein und gehst einmal drum und ziehst eine Falz.
Die Ecken hier, die kannst du dann wegschneiden, aber nicht komplett an der Ecke, sondern so 2 mm sollte schon noch überstehen. Ich zeig dir mal, was ich meine. Also das hier ungefähr von der Spitze, von der Graupappe noch ungefähr 2 mm Farbkarton drüber schaut. Und das Ganze machst du an allen 4 Seiten, damit man dann nachher die Graupappe nicht durchschimmern sieht. Eigentlich kann man das auch schon gleich zuschneiden. Dann nimmst du dir das Stück in die Hand und drückst dann praktisch die, die Seiten nach unten, indem du die Graupappe praktisch dann so hinbewegst und das nochmal schön nachstreichst. Das machst du dann an allen 4 Seiten. Die beiden Seiten kann man dann schon aufkleben. Dann sind hier an der Seite solche, ja, sagt man dazu, so Ecken entstanden. Die drückst du dir mit dem Falzbein schön rein. Das machst du dann an allen 4 Seiten. Und dann kannst du diese Seiten dann auch schon festkleben. Und das gleiche machst du mit diesem Stück dann auch. Dann sollten beide Seiten so aussehen. So, das Teil, wo du den Abstand hier hast, das Vorderteil praktisch, das drehst du dir dann auf die andere Seite, und da siehst du ja hier schon, dass da eine leichte Falz ist, weil wir da ja schon mit dem Falzbein drüber gegangen sind. Und da gehst du jetzt leicht mehrmals drüber, damit da so eine Falzlinie entsteht. Das solltest du schon wirklich langsam machen, damit dir das Papier hier nicht reißt. Dann als mal nachgucken und du siehst schon, das lässt sich schon richtig gut bewegen, siehst du? Und so kann man das dann zusammenklappen. Hier sieht das auch noch ganz gut aus. Okay, das wäre dann einmal das. Dann brauchst du, also das, der Farbkarton hatte die Maße, der bestempelte in Aquamarin, von 21,7 x 14,7 cm. Zweimal. Und dann brauchst du noch Farbkarton in Aquamarin, ebenfalls zweimal, in den Maßen von 17 x 10 cm. Und das wird jetzt so hier draufgeklebt. Dafür kannst du Tombow nehmen oder Kleberolle, was du magst. Die
Und auch hier gehst du nochmal die Falzlinie hier nach. Nicht allzu fest drücken, damit der Farbkarton nicht reißt. Du sollst den nur geschmeidig machen, also ganz leicht mehrmals drüber gehen. Zwischendurch kannst du dann auch mal versuchen, ob das schon zum Knicken geht. Beziehungsweise sollst du ja so aufklappen. So. Also die Rückseite und die Vorderseite wären dann soweit fertig. Dann brauchst du für die Innenseite brauchst du Farbkarton. Moment, da muss ich mal mein Schmierblatt holen. Für die Seiten habe ich mir in Flüsterweiß ausgewählt, in den Maßen von 17,5 x 10,5 und bei 2 cm hier hinten gefalzt. Das habe ich dann 5 mal, 2, 4, 5 mal. Und dann brauchst du noch einmal Farbkarton in Flüsterweiß. Also das ist, wenn du, das ist eigentlich praktisch ein DIN A4 Bogen die Hälfte und einfach bei 17,5 geteilt. Und das hier ist der Rest. Der wird auch hinten bei 2 cm gefalzt. Und dann siehst du hier schon, dass ich die Seiten hier gelocht habe. Da habe ich mir von dieser Seite nach links gerechnet 2,6 cm, von dieser Seite nach rechts 2,6 cm und von dieser oder dieser Seite in die Mitte 2,65 cm. Das habe ich dann bei allen Seiten gemacht. Hier kannst du wegradieren oder als Schmierpapier nehmen. Ich lasse es jetzt mal weg, weil ich habe eigentlich, ich glaube, ich mache das dazu und radiere mir das Ganze dann weg. Auf die kleineren Seite habe ich mir überlegt, weil bei dem ersten Album, was ich gemacht habe, hatte ich die kleinen Seiten nicht reingemacht, aber ich habe mir überlegt, da kann man ja auch noch was dazu schreiben, wenn du das Bild dann so zeigst, dann hast du eine Seite, also einmal das Bild und auf dieser Seite, hier kommt das Bild hin und hier dann mal eine Seite und dann, wenn du das dann rumklappst, dann kannst du zum Beispiel hier was draufschreiben zu dem Bild praktisch. So habe ich mir das gedacht. Jetzt machst du einmal eine große Seite, eine kleine, das Ganze im Wechsel. Jetzt gehen wir erstmal hin, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Du brauchst dann von dem Kartensortiment Fantastisch Filigran, das ist dieses hier mit diesen wunderbaren Karten, die habe ich dir auch in meinem Auspackvideo bereits gezeigt und in meinem letzten Video hatte ich ja mit dieser Schablone die Schwammtechnik gemacht und das da von dem Set nehme ich das Designerpapier und zwar habe ich mir 5 verschiedene rausgesucht und mache da einmal ein neutrales und ein etwas dunkleres Papier und das hat die Maße von 15 x 10 cm und das kannst du jetzt entweder auf die Vorderseite aufkleben oder auch auf die Rückseite. Das ist dir überlassen. Ich glaube, ich mache es diesmal auf die Vorderseite und auch nur die großen Seiten, nicht die kleinen. Die kleinen Seiten kann man so lassen. Jetzt nehme ich mal den Kleberroller. Das geht ratzfatz.
do this and do it now. I want to hear you shout. I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Can you hear me say? Yes, I am. Und da gucke ich jetzt, dass es schön aufeinander liegt, dass hier unten die Lockung stimmt. Dann lege ich mir das hier so drauf und schaue, das sollte dann hinten schon bündig mit dem Farbkarton abschließen. Und dann schaust du, dass an den Seiten ungefähr der gleiche Abstand ist. Dann kannst du dir Markierungen hier drinnen machen, wo du dann die Löcher ausstanzt. Da gehe ich jetzt mal mit meinem Bleistift rein und markiere mir jetzt einfach, wo die Löcher rein sollen. Okay, das war das. Siehst du, hier kommen jetzt die Löcher rein. Und das mache ich mal eben mit der Crocodile. Also drehe ich mir das Ganze so rum, lege das gut bündig aufeinander, dass überall an allen Seiten plan liegt und mache dir einfach die Markierungen hier drauf. Jetzt ist es an der richtigen Stelle, also hier, wo die Falzlinie bei 2 cm ist, da auf diese Seite sollen auch die Ausstanzungen gemacht werden. Dann nehme ich mir, wie heißen die, Eyelets? Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die heißen. Eyelets, glaube ich. Die habe ich jetzt auch mal verwendet. Das sind ja in dem Set, waren ja die dabei. Und dann nehme ich jetzt mal diese hier und mache mir dann aufs Cover und auf die Rückseite, also auf die Graupappe, mache ich mir jeweils 3 Stück rein. Noch mal etwas näher so, und von der Innenseite sieht das dann so aus, aber das sieht man ja so eh nicht. Dann, das ist hier, ist die Rückseite. Dann können wir das Ganze eigentlich auch schon aufeinander legen. Zur Hilfe nehme ich mir 2 so Klammern, damit ich das etwas festhalten kann. Genau. Ach, die passt ja genau. Und einmal auf diese Seite hier. Na,
Moment. So, jetzt. Okay, dann kannst du ein Farbband durchfädeln. Dann nehme ich das schimmernde Geschenkband in Aquamarin. Das ist dann passend zu dem Farbkarton in Aquamarin. Und fremel mir das Ganze. Das ist die Rückseite von hinten erstmal nach vorne. Dafür nehme ich das Papierluchwerkzeug und lasse die Gummikappe drauf. Dann mache ich mir das Geschenkband nicht kaputt. Ich hoffe, dass das jetzt auch funktioniert, so wie ich mir das gedacht habe. Und dann kannst du das dann von oben so rausziehen. Und dann gehst du von der oberen Seite zur unteren Seite. Dann mache ich wieder den Deckel drauf und friemel mir das Ganze nochmal rein. Und dann kannst du das schon in Position schieben, ungefähr wie viel du magst. Dann friemel ich mir das. Jetzt hast du ja die beiden Seiten hinten. Dann gehe ich in die Mitte, in das mittlere Loch und drück mir das Band nach vorne. Und vorne musst du dann aufpassen, das Band etwas zur Seite drücken. Hier rein. Und einmal rausziehen. Okay. Und jetzt kannst du dann ungefähr abschätzen, wie viel Band du brauchst. Schneide ich mir mal ungefähr so ein Stück ab. Und friemel auch diese Seite hier in die Mitte rein. Dafür ziehst du das andere Band etwas auf die Seite, damit hier das Loch wieder zum Anschein kommt. Und friemelst jetzt, das ist jetzt etwas tricky, aber das funktioniert, das Band nochmal von dieser Seite nach vorne. Jetzt gucke ich mal. Ja, hier kommt schon zum Vorschein. Und schon habe ich das Band komplett vorne. Jetzt mache ich eine Seite. Moment, zeig's dir, ich mach's gerade mal. Okay, jetzt habe ich ja hier in der Mitte das Band. Das sollte dann eine Schlaufe links und eine Schlaufe rechts sein. Dann machst du einen Knoten. Das kannst du dann schön festziehen. Und jetzt kannst du einfach eine Schleife binden. Ihr wisst ja, Schleifen binden ist nicht so meine Leidenschaft. Obwohl, das sieht doch jetzt schon mal gut aus auf Anhieb. Okay, dann kürze ich mir das etwas ein. Andere Seite auch. Auf, zieh das Ganze noch mal nach. So. Okay, die Klammern kann weg. Ja, jetzt kannst du das so öffnen. Hier hast du dann ja noch die Falze. Genau, so sieht das Ganze dann aus. Da kannst du einen Spruch auf diese Seite machen oder hier ein Bild und auf diese Seite einen Spruch. Das kannst du eigentlich so dekorieren, wie du das gerne magst. Ich habe das jetzt mal so gemacht, mal gespannt, für was ich das benutze, was ich da reinmache.
Das werde ich dann sehen. Genau. Ja, Schmuddelseite. So. Dann, damit es etwas nicht so nackig aussieht, habe ich mir noch was zurecht gemacht. Und zwar ist das auch aus dem Kartenset Fantastisch Filigran. Und da nehme ich mir jetzt die Stanze, die zum Stempelset Liebevolle Details gehört. Die nehme ich mir jetzt zur Hand und mache dann auf zwei Seiten, das zeige ich dir, einmal so und einmal so. Und auf die anderen Seite, die werden einfach abgerundet. Damit das dann so aussieht. Also du hast hier und hier die Blüten und hier sind die Seiten abgerundet. Das möchte ich mir jetzt so hier drauf kleben. Jetzt überlege ich. Da mache ich noch einen Spruch drauf. Alles ist schöner, wenn du dabei bist. Stempelblock. Dann nehme ich den so. Aufpassen, damit man nicht die falsche Seite nimmt. Ich meine, das ist Himbeerrot. Da nehme ich jetzt einfach mal Himbeerrot auf die Gefahr hin, dass es doch Brombeermus ist. Naja, das werde ich dann sehen. Und du weißt ja, neue Stempel, wenn du die das erste Mal benutzt, solltest du erstmal Probeabdrücke machen, weil da so eine Schicht noch auf den Stempel ist. Und dann kann es sein, dass der erste oder zweite Abdruck nicht perfekt ist. Dann stanze ich mir das so hier drauf. Ich glaube, das Stempelkissen müsste ich auch mal nachfüllen. Sieht nicht mehr so satt aus. Aber ich finde es trotzdem noch ganz toll. Das klebe ich mir plan hier drauf, weil bei Album ist es sowieso, dass wir dann in den Schrank und dann ja, ist es doof, wenn da der Menschnils dahinter kleben. So, dann ungefähr die Mitte suchen. Ein paar Strasssteinchen drauf. Ich glaube, diesmal nehme ich mal die Perlen. Beziehungsweise die wie heißen die? Epoxid-Akzente klar und glitzernd. Die gibt es, glaube ich, auch noch. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die schon ausverkauft sind. Kannst du mal gucken. Und da mache ich mir dann, wenn ich meine Schere jetzt finden würde, ne? Dann nehme ich doch eine andere Schere. Und friemel mir dann ein paar mit dem funktioniert es nicht. Dann nehme ich doch den Pieker. Hm.
Nein. Okay. Das reicht mir schon. Das war mein heutiges Projekt für euch. Das war mein erstes. Und du siehst, hier habe ich das nicht getrennt gemacht. Also ist mir das dann auch hier schön gerissen. Und hier oben sieht das auch nicht so dolle aus. Siehst du? Und auf dieser Seite habe ich das dann gefalzt. Okay, hier habe ich jetzt auch, ja, das war aber meine Schuld. Da bin ich zu fest mit dem Falzbein drüber. Aber dafür kannst du das jetzt einigermaßen öffnen. Die Seiten hast du auch noch mal drin. Und genau. Ihr Lieben, das war mein heutiges Projekt für euch. Ich hoffe, dir hat meine Idee gefallen und würde mich über ein Like sehr freuen. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann kannst du mich gerne abonnieren und du wirst benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, hab eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Tschüss!